Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer weiteren Episode aus der GIMP 2.8 Tutorial-Reihe. Mein Name ist Michael. Für die Neuen, die hergekommen sind, auf meinem Kanal findet ihr 180, 185 GIMP 2.9 Tutorials mittlerweile. Ihr findet Darktable Tutorials, ihr findet Raw Therapy Quick Tips und so weiter. Und schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, und wenn euch das gefällt, lasst mir doch bitte einfach ein Abo da, und ich mache jetzt hier auf Wunsch meiner Abonnenten ein paar GIMP 2.8 Tutorials. In diesem Tutorial baue ich ein Photoshop Tutorial nach, das sich nennt Soft Light Fantasy Photo Effect, und ich werde das in GIMP 2.8 umsetzen, und die Werte natürlich habe ich alle aus diesem Photoshop Tutorial übernommen. Dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet, die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Nun werden wir beginnen, dass wir die Ebene hier einmal duplizieren, gehen auf Farben, Kurven, und hier werden wir erst einmal mit den Farbkanälen arbeiten. Wir beginnen mit dem blauen Kanal. Bei dem blauen Kanal werden wir hier die Schatten aufhellen und die Höhen, also die Helligkeit, etwas zurücknehmen. Und hier in der Mitte setzen wir uns einen Punkt und ziehen den auf unsere Mitte hier. So. Im nächsten Schritt nehmen wir die Farbe Grün. Bei Grün werden wir hier das so ein bisschen in den Schatten noch ein bisschen weiter abdunkeln und werden uns auch hier in der Mitte einen Punkt setzen und hier das auf der Diagonalen hier anpassen. Und im letzten Schritt nehmen wir die Farbe Rot. Rot nehmen wir hier auch in den Schattenbereichen und ziehen die ein bisschen dunkler hin, nehmen uns hier unsere Kurve, ziehen sie hier auf die Mitte, setzen einen Punkt, setzen auch hier einen Punkt, und ich werde jetzt hier einfach mal in dem Bereich beim Rot noch ein bisschen dazugeben und vielleicht hier noch so ein bisschen, und so sollte das aussehen, und wir bestätigen mit okay. Im nächsten Schritt duplizieren wir die Ebene hier einmal. Ich schalte die untere Ebene mal aus. Und werden hier hingehen, rechte Maustaste auf die obere Ebene, auf die obere Ebene, Farben abbilden auf Farbverlauf. Jetzt machen wir erst einmal ein Schwarz-Weiß-Bild, ja. Und jetzt werden wir uns einen Farbverlauf ziehen auf diese Schwarz-Weiß-Ebene. Und zwar werden wir die Vordergrundfarbe nehmen 0A. 2059, und die Hintergrundfarbe wird sein FAA 538, und bestätigen mit OK. Jetzt, wenn wir diese Farben ausgewählt haben, rechte Maustaste auf das Bild, Farben abbilden auf Farbverlauf. So, und jetzt seht ihr hier diesen Farbverlauf, diesen blau-orange Farbverlauf. Und jetzt stellen wir unseren Ebenenmodus auf harte Kanten oder Hard Light und werden hier die Ebenendeckkraft auf 11% stellen. So. Im nächsten Schritt werden wir diese Ebene hier noch einmal duplizieren und stellen hier unseren Ebenenmodus auf Bildschirm, also auf Screen, und werden hier eine Ebenendeckkraft nehmen von 45%. So. Nun werden wir eine neue Ebene transparent erstellen. Stellen hier unseren Ebenenmodus ebenfalls auf Bildschirm, also auf Screen. Wir werden die Farben hier standardmäßig einstellen über dieses Symbol oder Symbol, bringen hier die weiße Farbe nach vorne, nehmen uns einen Pinsel. Ich nehme hier eine 0,50er Pinselspitze, gehe mal hier auf eine Deckkraft von 50% ungefähr und werde den Pinsel mal ordentlich groß machen. Ich würde sagen, das könnte schon fast ein bisschen groß sein. Nehmen wir mal ein bisschen zurück, noch so auf 530, in etwa 520. Das könnte ganz gut passen. So, jetzt müssen wir uns eine Farbe aussuchen, um hier mit ein paar Akzente zu setzen, ein paar Farbakzente zu setzen. Diese Farbe wird sein D56E00. Und wir bestätigen mit OK. Und nun klicken wir erst einmal hier in unsere Ebene hinein. So. Wir werden hier in den Bereichen hier Farbakzente setzen. So, noch ein bisschen hier.
So ungefähr, nicht, dass das so einigermaßen ausschaut. Und vielleicht mache ich das jetzt sogar noch ein bisschen schwächer, weil ich vielleicht hier auch noch so einen kleinen Punkt setzen möchte. Okay, so. Wenn wir das gemacht haben, werden wir hier weitermachen auf der Ebene und werden uns eine andere Farbe suchen, und zwar die Farbe FBB 249. Und bestätigen mit okay. Auch hier werden wir jetzt ein paar Punkte setzen. Ich mache den Pinsel ein bisschen kleiner und mache die Deckkraft mal so auf, ja, 35% vielleicht. Und wir setzen uns hier weiter Farbakzente hinein. So haben wir ja hier schon gemacht gehabt. So. Und hier mache ich wieder ein bisschen kleiner, damit ich hier auch noch mal reinkomme. So, wenn wir das gemacht haben, geht's weiter, indem wir hier eine neue Ebene transparent erstellen. Ja, jetzt werde ich erst mal gucken, dass ich den Pinsel hier losbekomme. Neue Ebene transparent. Und nun stellen wir die Standardfarben wieder ein und ziehen uns hier in diese transparente Ebene ein Schwarz hinein oder Schwarz hinein und stellen den Ebenenmodus hier ebenfalls auf Bildschirm auf Screen. Und jetzt werden wir uns die Vordergrundfarbe hier weiß einstellen, werden uns einen Pinsel nehmen. Und ich werde hier eine 25er Pinselspitze wieder nehmen oder eine 50er und werde erst einmal die Deckkraft auf 50% stellen. Und nun werden wir uns hier noch so ein paar Akzente setzen mit Weiß. Fangen wir mal hier an, in etwa so hinein. So. Vor allen Dingen hier in den Bereichen. Ja, so vor allen Dingen in den dunkleren Bereichen wäre es ganz gut, hier so ein paar weiße Akzente noch zu setzen. So, haben wir gemacht. Jetzt werden wir den hier vielleicht noch, jetzt werden wir den Pinsel kleiner machen und die Deckkraft vielleicht noch sogar ein bisschen zurücknehmen und auch hier weiter diese Punkte hineinsetzen. Noch einmal hier so. Vielleicht hier ein paar Kleinigkeiten. So. Und zum Schluss werden wir das noch ein bisschen herunternehmen, die Deckkraft, und werden den noch ein bisschen kleiner machen. Wir werden hier noch den einen oder anderen kleinen Punkt setzen. Hier beispielsweise. So. So. Auch hier. Schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. Vielleicht wird es ja ganz gut. Okay. So. Gut, das ist erstmal gewesen. Jetzt werden wir hingehen, werden auf, erst einmal will ich das den Pinsel loswerden. So, dann gehe ich auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Und jetzt werden wir mal schauen, einen Wert von 40 vielleicht nehmen, ja. Und bestätigen mit okay. So, nun werden wir hier die Deckkraft reduzieren. Vielleicht auf, ja, sagen wir mal, 10 bis 20% in etwa. Probieren wir mal mit 10%. Und 10% ist schon ganz schön. Probieren wir es mal mit 20 aus. 20 ist vielleicht ein bisschen viel. Obwohl, auch schön aus. Ich würde sagen, lassen wir das so. Ja, rechte Maustaste auf die obere Ebene. Sichtbare Ebenen vereinen. Nun sind wir fertig. Soft, Light, Fantasy, Fotoeffekt. Ursprüngliches Foto, unser Effekt. So, rechte Maustaste auf die obere Ebene. Jetzt werde ich den Alpha-Kanal entfernen. Gehe auf Filter. Rufe G-Mic auf. Mach mir das mal groß hier. Und gehe auf Layers. Blend Standard bzw. auf Layers to Tiles müssen wir gehen. Und hier alle Sichtbaren absteigend. Und da haben wir die beiden Fotos der Dame nebeneinander, da können wir das prima vergleichen. Auswahl bzw. Ansicht vergrößern, in Bild in Fenster einpassen. Gehe ich mal nochmal zurück hier auf 50% und schon habt ihr den Unterschied. Links Original, rechts Soft Light Fantasy Fotoeffekt. Ich hoffe, mein kurzes Tutorial hat euch gefallen. Wenn es euch Freude gemacht hat, baut's nach, macht's besser wie ich, nehmt andere Motive.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch, vielleicht schreibt ihr mir einen Kommentar. Und für die Neuen, wie gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, wenn ihr schon hier seid und euch gefällt das, bitte lasst mir doch ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.